Willkommen heute zu einem neuen Video und heute, Leute, ein kleines Trainingsvideo. Und zwar ein Trainingsvideo zum Sky PvP Event. Denn ihr wisst ganz genau, morgen, Leute, findet das für euch aus gesehen Sky PvP Event statt. Es ist jetzt aber so, dass ich das Video hier schon nach dem Sky PvP Event aufnehme. Das heißt, ich weiß so gesehen schon, wer der Gewinner ist des ersten PvP-Events. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht weiter trainieren dürfen, denn wir möchten ja auch besser werden. Oder vielleicht waren wir schon gut. Oder vielleicht waren wir auch total schlecht. man weiß es nicht. Aber ich dachte mir, ja, Sky PvP-Event, das ist ja ungefähr vom Prinzip her gleich wie, Aura auf dem Gommes-Server. Deshalb dachte ich mir, okay, warum zockst du mich mal wieder? Ich denke mal, das ist eine gute Trainingseinheit. Und ich muss sagen, ihr müsst einfach morgen um 12 Uhr vorbeischauen. Da kommt dann die Sky-Folge. Also Sonntag 12 Uhr vorbeischauen, Leute. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr von der Folge so halten werdet. Ich denke, heute Abend so gegen 19 Uhr kommt auch noch eine Sky-Folge. Also eine ganz normale Sky-Folge. Ihr müsst auf jeden Fall dann heute Abend vorbeischauen, Leute. Und dann könnt ihr auch noch die Sky-Folge anschauen. Es kam auch für euch aus gesehen vorgestern Abend eine Sky-Folge. Nur die kam halt ziemlich spät online. Deshalb kann es sein, dass eventuell der ein oder andere diese Sky-Folge nicht gesehen hat. Und ich hab... Oh, warte mal. Oh, fuck. Oje. Ist mein Tod? Nee, ich überlebe. Okay, das waren alle Enderperlen. Jedenfalls, was ich sagen wollte ist, es kam für euch aus gesehen vorgestern am Abend noch eine Sky-Folge online. Die kam halt, wie gesagt, relativ spät, deshalb hat die vielleicht nicht jeder von euch gesehen. Aber ihr könnt gerne mal reinschauen und ich werde euch die auf jeden Fall nochmal in die Beschreibung packen oder in die Infokarte packen oben rechts, damit ihr die auf jeden Fall nochmal anschauen könnt, wenn ihr möchtet. So, und was soll das jetzt hier werden? Ja, hä? Was man das versteht? Das war nicht schlecht. Was war das für eine Rettungsaktion? Okay. Ich muss sagen, ich spiele hier aber auch relativ mit offenen Karten. So, und? Hä? Was soll das hier werden? Er tut immer, glaube ich, so, als wäre er AFK. Und versucht sich dann nochmal... Oh Gott. Nein! RIP. So, Leute, da sind wir in einer zweiten Runde und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir besser abschneiden können als gerade. Ich habe aber auch noch ein paar Sachen anzusprechen und die werde ich in diesem Video einfach mal ansprechen, denn ja, ich finde immer so PvP-Runden, da kann man gut Sachen ansprechen und ja, warum nicht, ne? Wie gesagt, Leute, heute Abend vorbeischauen, da gibt es eine Sky-Folge. Ansonsten, was habe ich noch so anzusprechen? Es gibt einige Sachen, die ich ansprechen wollte. Zu einem werde ich bald neuen Merch releasen. Und was das genau sein wird, das kann ich euch so noch nicht sagen. Aber ich kann euch verraten, dass dieser Stil, etwas anders sein wird von den Hoodies. Also es ist geplant, dass ich Camouflage-Hoodies rausbringe. Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Idee haltet, also von solchen Camouflage-Hoodies. Sagt ihr, das ist eine gute Idee oder sagt ihr, das ist eine schlechte Idee? Und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch etwas kaufen würdet in so einem Camouflage-Stil. Wie gesagt, das sind dann halt Hoodies. Also so war zumindest der Plan. Und ich weiß auch noch nicht so ganz, ob ich da irgendwas drauf bedrucken soll, so fett, oder ob ich einfach nur so ein ganz kleines, so ein Badge drauf hau, so nennt man das, glaube ich. Das weiß ich, muss ich sagen, noch gar nicht. Und ich muss auch ganz kurz mal in diese Thematik reinreden. Ich finde es irgendwie total cool, gerade durch diese Map zu laufen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt diesen Gedanken in den Kopf bekommen habe, aber es ist einfach irgendwie so ein bisschen Nostalgie, oder? Kann das sein? Ich meine, ich war bei Aura nicht dabei, aber es ist halt einfach trotzdem ein lustiges Gefühl, hier durch die Map rennen zu können. Und ich habe das Projekt auch ein bisschen verfolgt, deshalb finde ich, ist das schon was echt Cooles.
Aber okay, wir möchten ja nicht vom Thema abschweifen. Denn Leute, ich habe ja schon gerade gesagt, ich möchte gerne Merch releasen. Und es wird dann auch wieder so ein richtig fettes Video geben. Also so ein... Vielleicht habt ihr ja das letzte Mal schon das Merch-Video gesehen. Übrigens, weil die Frage aufkam, ob ich das Video selbst gemacht habe. Ja, ich habe das Video selbst gemacht. Also es fragen mich nämlich irgendwie so ziemlich viele Leute immer, ob ich das alles selbst mache und so weiter. Und ja, also ich habe das selbst geschnitten. Ich habe es auch selbst aufgenommen. Ein Kumpel hat mir ein bisschen dabei geholfen, weil alleine solche Sachen zu filmen, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber ansonsten habe ich halt alles alleine gemacht. Also Videobearbeitung und so weiter. Ich habe auch eine Sony Alpha 7S zum Filmen und die Leute, die sich halt mit Filmen auskennen, wissen halt, dass diese Kamera ja schon mega geil ist so zum Filmen. Ich werde euch das Video auch nochmal in der Beschreibung verlinken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, aber Leute, ihr könnt wie gesagt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch so den Merch holen würdet, also im Camouflage-Stil oder halt nicht. Ist jetzt einfach mal so eine Frage, ich habe einfach wieder Bock, muss ich sagen, so ein Merch-Video auch aufzunehmen, muss ich sagen. Ich hatte total viel Spaß an diesem Merch-Video, also deshalb habe ich mich auch über die ganzen Kommentare gefreut und sowas, weil ich mir bei dem Video total viel Mühe gegeben habe und ja, da freut es mich natürlich, wenn man dann solche netten Kommentare lesen kann und ihr wisst, wie ich das meine, Leute, ihr wisst, wie ich das meine. Und ich muss auch sagen, ich finde es gerade echt krass, dass überhaupt noch Leute Aura spielen. Also, ich meine, der Spielmodus ist alt, keine Frage, aber nur weil etwas alt ist, heißt es ja nicht, dass es schlecht ist, ne? Ich denke mal, ihr versteht meinen Gedanken. Aber egal, ich bin auf jeden Fall froh, besonders ich nehme hier gerade um 1 Uhr morgens auf, am Samstag. Das heißt, es wundert mich wirklich. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch Aura zockt. Zockt ihr Aura? Zockt ihr kein Aura? Ich weiß es nicht, aber... So, ich sollte den Typen, diesen Slender 800... 8000, ne? Slender 8000, mal ein bisschen auf die freie Fläche locken, dass der auch runterfliegen kann, weil so werde ich hier, glaube ich, nicht erfolgreich. So, komm her, Kollege. So, immer schön mit der Angel. Ich sollte vielleicht so eine Potion nehmen. Aber ich denke mal, das ist echt eine vielleicht ganz gute Übung. Der Vorteil, sage ich jetzt einfach mal, bei Aura ist, oder auf dieser Aura-Map zumindest, ist es halt, dass alles ziemlich geschlossen ist. Ich meine, man hat viele Zäune, man hat hier viele Häuser. Man kann hier nicht so einfach runterfliegen. Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Bei Sky ist es momentan noch so, und ich meine, natürlich wird sich das entwickeln, aber momentan ist es halt noch so, dass man halt relativ viel freie Fläche hat. Und da kann man, würde ich jetzt mal behaupten, eher rausfliegen, als jetzt hier. Oh, oh nein. Oh, fliegt jetzt so runter? Komm, hopp. Bam. Und jetzt, vielleicht. Ah, nee, der rettet sich noch, glaube ich. Er rettet sich, glaube ich, noch. So, ich lasse es nicht zu. So, komm. Bam, weg mit dir. Und? Das war's mit dem, oder? Das war's mit dem, perfekt. Wie gesagt, bei Sky hat man meiner Meinung nach ein bisschen mehr freie Fläche, deshalb kann man auch leichter runterfliegen. Aber das ist hier nur eine Frage der Zeit, bis mehr Sachen gebaut werden und so weiter, von daher. Cool, wir haben jetzt eine Person töten können, da ist die nächste. Oh, komm her, bam. Ich hab mich auch ehrlich gesagt, wo die letzte Person ist, weil wir sind ja jetzt hier gerade zu zweit und eine Person fehlt noch. Und jetzt komm her. Ich muss so einen Sidekick machen. So, jetzt bam, perfekt, so meinte ich das. So, und jetzt brennt... Das müsste eigentlich klappen. Oh, ich wollte schon sagen. Er müsste jetzt eigentlich relativ low werden, wenn alles klappt. Und wenn ich ihn jetzt noch runterschmeißen kann von der Plattform, dann habe ich auch noch den Vorteil, dass er... Ah, jetzt hat es aufgehört zu brennen. Schade, schade. So, jetzt hier und zack, zack. Perfekt, eine Combo rausgehauen. Schön. Ja, weil... Ah, ich habe gehofft, dass er in der Lava ist. Oh, 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 und jetzt von der Seite. Ah, schwierig. Ich werde auch gleich wahrscheinlich meine ganzen Items aufgebraucht haben. Weil der eine Typ sich raushält und ich den ja auch noch, wenn er angreifen muss. Ah, man, er hält sich halt immer von der Lava fern. Das ist eigentlich schlau gemacht, aber ich muss ihn ja irgendwie töten. Und so wird das nicht. Und jetzt, ah, er ist ein Goldapfel. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, Leute. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Und jetzt muss ich ihn ein bisschen noch runterbekommen. Komm, jetzt aber. Jetzt aber runter, 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 runter. Hä? Hat er kein Knockback?
Woche her. Okay, das war jetzt ein bisschen komisch. Das sah in einem Moment so aus. Ich habe aber auch nicht mehr so viele Herzen. Ich sollte auch mal ein bisschen aufpassen. So. Kann sogar durch die Lava rodden, aber leider bekommt der Gegner keine Lava ab, oder? Keinen Feuereffekt ab. Also er fängt jetzt nicht an zu brennen. Naja, da haben wir wohl verloren. Das war natürlich ein Schuss in den Ofen. Aber naja, trotzdem war eine lustige Runde. GG an dieser Stelle. Und ja, wir müssen noch ein bisschen üben. Aber das werden wir bestimmt machen, Leute. Ja, heute Abend, wie gesagt, noch eine Sky-Folge. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß. Noch bei was weiß ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ciao, Leute.